So, da sind wir. Das war falsch. Das war auch falsch. Das ist richtig. Nein, du bist der Server. Wo bist du? Wo ist denn? Da. Let's go. Let's go. Let's go. So. Achso, genau. Wird gerade dunkel. Das heißt, wir gehen mal direkt ins Bett. Oh, es ist schon dunkel. Wow. So schnell, bevor irgendwelche Monster kommen, die uns ja wieder nicht schlafen lassen hier. So, okay, let's go. So. Hallo? Boah, doch mal. Ich glaube, wir hätten doch gar keine weiteren Zäune gebraucht, ne? Scheiße. Oder? Nee, wir hatten 60 Zäune gebaut. Das heißt, wir hatten doch ein paar noch gebraucht. Okay. So, und zwar würde ich jetzt dann nämlich hier. Das kannst du so machen. Dann haben wir hier zwei kleinere Gatter. Hier hinten zwei größere Gatter. Und ich meine, man könnte auch hier den Weg einfach durchgängig machen. Aber ehrlich gesagt, würde ich das nicht. Aus ästhetischen Gründen. Genauso wäre es natürlich geil, wenn man dieses Gatter hier so schräg machen könnte, aber es geht halt leider nicht. Ja, von daher ist hier so eine etwas komische Ecke drin, aber hey, egal. So, was ich jetzt gerne noch machen würde, ist, wir nehmen uns mal unsere Schippe. Haben wir Erde dabei? Haben wir hier Erde drin? Wir haben keine Erde drin und wir haben keine Erde dabei. Warum nicht? Achso, weil da die Erde ist. Warum? So, dann würde ich erstmal das hier wegmachen. Jetzt würde ich hier die gesamte Zwischenerdeschicht rausnehmen, aber. Da müssen wir wieder auch die obere abgraben oder unten Stein abgraben, weil mit einer Schicht kommen wir hier nicht lang. Oh, Scheiße. So viel gute Erde, die da drin, einfach verrottet. So. Und den Sand würde ich ganz ehrlich, oder nee. Nee, komm, ich mache hier einfach so. So. Ungefähr so. Der geht hier hinten weiter, worum er jetzt da hinten weitergeht. Whatever. Okay. Jetzt haben wir wunderschöne Gatter. Ein Schiff ist sogar schon gefangen. Sehr geil. So, und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir die ganzen Tiere gefangen nehmen. Ne, bei den Küken haben wir bereits herausgefunden. Das war ja das hier. Das heißt, wir müssen jetzt mal hier ein bisschen rumgondeln. Oh, das schwarze Schaf. Ah, eins haben wir schon. Fehlt mir noch eins. Wo kommt der Baum her? Ganz ehrlich, ich bring dich das mal rein. Bevor du mir noch abhanden kommst. So, die Küken kommt auf jeden Fall in so ein kleines Ding hier. Macht ja voll Sinn, ist ja klein. Wobei ich ganz ehrlich die Küken lieber da drin hätte. Komm mal mit. Schaf kommt nämlich nach da hinten, genauso wie die Kühe. Schaf und Kühe kommen da in die beide. Hier kommen dann Schweine rein. Und hier kommen die Küken rein. Also, Hühner, meine ich doch. Oh. Hier hat es ein Schaf zerlegt. Da ist noch ein Küken. Ich rette dich vor diesem Skelett.
Und jetzt als Belohnung folge mir. Ich bin noch ganz lieb zu dir. Ich werde jetzt natürlich nur gucken, wie wir die anderen Tiere angelockt bekommen. Die Schweine essen, glaube ich, Äpfel. Bei den Schafen bin ich schon gar nicht mehr so sicher. Die Kühe ist, glaube ich, Heu. Ah, nee, halt hier. So. Das Schaf müssen wir später noch rausbekommen. Achso, siehst du, ganz ehrlich, warte mal kurz. Hühner können ja nicht wie andere Vögel fliegen, soweit ich weiß. Dafür können Hühner etwas anderes, was andere Vögel können, und zwar Vögeln. So, jetzt sollten sie bumpfen und dann bleibt ein Kind raus. Oder werde ich per Storch gebracht? Die sind viel zu weit auseinander, sind die dumm? Nee, so kann das aber nicht funktionieren, meine Freunde. Hallo. Leider kann man die auch nicht mehr schieben, ne? Ah! Hat ja nur 3 Jahre gedauert. Ist das Ding süß? Wow. Schnicke! So, jetzt müssen wir mal gucken. Also, wir haben keine Äpfel. Wir holen uns mal Äpfel und gucken mal. Also, irgendwelche Tiere reagieren auf jeden Fall auf Äpfel. Das weiß ich. Und es gibt auch Tiere, die auf das reagieren. Das weiß ich auch. Gibt es noch irgendwas, auf was irgendwelche Tiere reagieren? Ich habe keine Ahnung. Wir laufen einfach mal ein bisschen rum. Ah, okay. Also, Schafe reagieren doch schon mal hier rauf. Das heißt, das ist schon mal ganz praktisch. Da kannst du immer mitkommen. Komm raus. Hallo? Ist das geht das für ihn zu klein? Oh, Pferde reagieren auch darauf. Okay. Hilfe. Weg. Was war mit dir? So, kommt das Schaf jetzt hier raus? Ja gut, das Hühnchen soll natürlich nicht da rauskommen. Gott, so viele Sachen. Warum ist der Papi? Hallo? Danke. Es kommt dort nicht durch, ne? Ah, doch! Es ist nur sehr passgenau. Problem ist nur, es sollte gar nicht so weit raus. Es sollte nur bis. Genau. So. Jetzt folgendes: Du mitkommen. Du sterben. Ich würde mal sagen, Schafe kommen hier rein. Dieses Pferd, ne? Sorry. Aber Tiere, die mir auf den Sack gehen, die gingen mir. Heu. Ja, komm, schaffst du schon. Noch ein Stück, los. Und noch ein bisschen. Ja, noch ein Pixel. Noch ein Pixel. Hallo. Oh mein Goodness. Die sind so fett, diese Viecher, ne? Jedoch! Holy moly! So, jetzt hier. Frühlingsgefühl und so.
Haben sie jetzt schon getrieben, glaube ich, ne? Ja, ein Mikroschaf. So, jetzt mal gucken. Jetzt müssten die Schweine hierauf reagieren. Die Frage ist, wie kriegen wir denn die Kühe angetrieben? Ja, da kommt schon der erste Schweinchen. Oder auch nicht. Hallo? Schweinchen? Okay, es waren keine Äpfel. Wie war das denn? Wie konnte man denn die Schweine anlocken? Okay, also die Kühe reagieren auf jeden Fall schon mal hier drauf. Das heißt, die Kühe kriege ich hiermit auch. Es wird halt schon wieder dunkel, ne? Hä? Kommt jetzt oder nicht? Na komm. Ich gehe gleich mal pennen. Ich bin so weit weg. Das dauert, ey. Und für uns muss ich, wie gesagt, herausfinden, wie ich die Schweinchen angelockt bekomme. Kann es sogar sein, dass ich für die Schweinchen wo bist du? Ne? Ach, da. So. Muss man haben. Kommt der hier durch? Ja. Noch einer? Wo denn? Ist mir egal. So. Da wieder, wenn die anderen wieder läufig sind. So, noch eine Kuh. Ich brauche noch eine Kuh. Ich brauche noch eine Kuh. Hallo, liebe Kuh. Wo bist du, dumme Kuh? Mach mal Mu. Wie ist das, hat man davon, wenn man die ersten Kühe umbringt? Jetzt gibt es kaum noch welche. Die Spezies ist am Ende. Hallo. Ja, bei den Schweinen muss ich da mal gucken. Die werden wahrscheinlich Karotten oder Kartoffeln essen. Beides was ich nicht habe. Ich finde hier um Teufel keine Kuh mehr. Hat sich ausgekühlt. Ey, ganz ehrlich, guck mal, so viele Schafe, wie es gibt. Ich glaube mir noch die ganzen Schafe hier an. Wenn die hier so bereitwillig rumlatschen. Hallo, da hinten? Ey, was ist mit dir los? Okay, ich glaube mal, das Ding ist tot. Das macht gar nichts mehr. Ah, jetzt. Und lebst du wieder? Also, guck mal, was ich hier habe. Ey, Bitch. Ey, was ist das da unten? Da ist eine fucking Kiste. Oh, eine Angel. Ja, das meinte ich letztens, als ich meinte die ganzen bunten Blöcke. Verstehe ich nicht. Okay, komm. Gehen wir wieder an Land und landen. Ich guck mal, wie alle Kühe reagieren. Ne, die eine Kuh, Schaf ist hier völlig unbeeindruckt davon. Gut, dann lasse ich das nochmal außen vor. Die drei reiche ich erstmal aus. Gibt es noch mehr Schafe? Dass man immer auf diese Tiere warten muss, so lange, ne? Und siehst du schon, hat uns eins verloren.
Deswegen muss ich immer ganz langsam laufen, ansonsten war es mit den Tieren. Das Schöne ist, mit diesen Schleichen funktioniert es relativ gut, wenn du die ganze Zeit einfach nur schleichst. Dann hast du so zu ziemlich die richtige Geschwindigkeit. Du musst also immer noch ein bisschen aufpassen, dass sich kein Tier irgendwo aufhängt. So wie jetzt hier beim Baum zum Beispiel. Aber in der Regel passt es relativ gut. Ah, die Kuh ist auch schon willig. Ja, sorry. Leider finde ich für dich keinen Partner auf der Partnerbörse. So, jetzt kommen alle her hier. Habe ich schon mal ganz schön viele Schafe. Ah, alle herkommen, alle herkommen, alle herkommen, alle herkommen. Schieben sich jetzt die Köder gegenseitig weg oder was? Ah, guck, Nummer 1 ist schon mal drinne. Nummer 2 ist auch drinne. Na komm. Alter. Was war das gerade für ein verkrampfter Scheiß? Oh, ich glaube schon zwei kleine Mini-Dinger. Zwei hässliche Scheißdinger. Nur einer muss noch Liebe machen, ne? Der ist nur einer einsam. Okay, klappt nicht. Egal. So, wir brauchen Kühe. Wo sind diese verfickten Kühe? Oh, die nächsten Schafe. Also Schafe haben wir hier echt viele und Pferd ist auch schon wieder. Da steht das Pferd auf dem Flur. Ah, Kühe. Gleich mehrere. Sehr schön. So, die hintere hole ich mir auch gleich. Weil, warum nicht? Das wäre Verschwendung, das nicht zu machen. Ja, das ist alles. Oh mein Gott. Bleibt schön da. Ich muss mal ganz kurz hier. Oh mein Gott. So, die anderen sind da hinten. Sehr schön. Okay, das klappt relativ gut. Ja, das klappt perfekt. So, jetzt wieder schleichen. Obwohl, ich kann noch ein bisschen laufen. Ich muss sie halt nur im Auge behalten. Ne? Ja, das Einzige, was uns wirklich noch fehlt, sind... gut, die Schafe sind jetzt hier ein bisschen... Matsch. Ja, das heißt, wir müssen nur noch gucken, wie wir denn an die Schweine rankommen. Oh, jetzt noch eine Kuh. Alter, okay, sorry, aber dich bringt... Die wäre nun schon wieder total auf den Sack gegangen. Habe ich gerade eine Kuh umgebracht? Nö. Wolle gerade. Okay, fertig ihm also auch Leder. Gut zu wissen. Oha. Da sind jetzt ein Kuhgeschubse hier. Eieieiei. So, kommt. Ihr da hinten auch? Ja. Sieht gut aus. Weißt du was? Ich mach's anders. Das ist mir definitiv zu schwierig. Von daher. Gehen wir mal hier lang. Ich nehme dich mal kurz weg. Dich mache ich da hin. Die Kuh kommt irgendwie nicht mehr. Achso, weil die da unter Baum feststeckt. So, jetzt komm. Ah, die Kuh da kommt nicht. Geh doch. So, müssen alle kommen. Gut, die eine da hinten, die ist kein Problem. Aber die da vorne steht, will ich gerade noch einsacken. Na komm. So, jetzt haben wir alle Kühe. Alter. So, weil bei den Mengen an Kühen, die dadurch das Tor zu bekommen, kannst du vergessen. Deswegen würde ich jetzt gerne. So machen. Ja, es ist ungefähr 10 Milliarden mal einfacher. Dann muss ich zwar irgendwie noch das Schaf extrahieren, aber ganz ehrlich. So, jetzt sind alle hier. Jetzt alle schön in die Ecke drängen. Okay. Und zu machen. Voila.
Eieieiei. So, sind die Küken eigentlich wieder hier? Sind die eigentlich hier wieder fruchtbar? Ja. Alle beide. Nice. So, und das Schaf hier, das eine Schaf ist zum Glück hier vorne geblieben, direkt. Können wir direkt hier reinholen. Wie wir das andere Schaf hierher bekommen? Was ist mit dem Schaf los? Warum geht's nicht rein? Danke. Wie wir das andere Schaf hier reinbekommen? Das da. Ich habe offenbar keinen Plan. Vielleicht lass mich einfach hier und bring's einfach um oder so. Keine Ahnung. Weil ganz ehrlich, genug Kühe, ja, Schafe haben wir hier schon. Dass sich das nicht wirklich lohnt. Was ich jetzt gerne wüsste. Okay, alle beiden Küken sind. Aber sind noch nicht im geburtsfähigen Alter. Pädophilie gibt's hier nicht. Ja. Wir haben gerade Eier bekommen, okay. So, wir haben 4 Küken, ganz viele Schafe, ganz viele Kühe. Alles, was jetzt noch fehlt. Sorry, aber Ordnung muss sein. So, alles, was jetzt noch fehlt, sind Schweine. Und das wird eine riesen Schweinerei, denn ich habe absolut keinen Plan, was man für Schweine braucht. Ich werde mal vielleicht zwischen den Folgen mal in dem Wiki nachlesen. So, bevor Tiere spawnen hier. Oh, schnell! Yeah! Ich war schneller als die Monster, ihr Bitches. So. Ganz ehrlich, Programm beenden. Server beenden. Das war nicht der Server. Das ist der Server. So. Und dann, wenn wir mal ganz kurz hier gucken. Gibt's mein Clone Wiki? Mein Clone. Wieso bist du nicht auf der Seite? Machen wir hier. Mein Clone 2 Wiki. Oder machen wir gleich mal Picks. So, different from my test. Gemein Clone 2 Wiki. So. Okay, Minecraft. Ja, okay. Ist ja gleich. So, lalalalalala. Da. Picks follow player with 6 blocks using. Ja, Karotten, Potatoes, Bad Warp. Also genau die Sachen, die wir nicht haben. Fick die Hände. Gut. Das heißt, wir müssen. Dann mache ich in der nächsten Folge. In der nächsten Folge werden wir dann mal gucken. Ob wir. Ach komm, wir machen es jetzt noch schnell. Server starten. Nee, du kannst auch da. Du kannst auch da. Login. Fullscreen. Und Fenstermodus. So. Okay, wir gucken jetzt, wir müssen unbedingt. Ich finde es halt auch so schön, dass die Tiere nicht mehr despawnen. Und das ist auch einer der Gründe, weswegen ganz wichtig im Server, habe ich Remove Far Mobs deaktiviert. Dass egal wie weit Tiere entfernt sind, die Tiere zwar entladen werden, also nicht mehr angezeigt werden, aber sie verschwinden halt nicht. Ich meine, gut, auf dem Server ist natürlich problematisch, weil halt andere Spieler jetzt angreifen könnten. Das ist natürlich hier auf der Singleplayer-Map wesentlich einfacher. Da kann keiner die Tiere töten. Also, auf dem Server kann man das auch machen, aber dann brauchst du halt diese Protecten-Blocks. Dann musst du die Tiere protecten. Im Singleplayer geht es das halt viel einfacher. Da brauchst du dir um sowas keine Gedanken machen. Deswegen bin ich auch ehrlich gesagt schon am Überlegen. Aber eigentlich würde ich das überhaupt nicht. Ob wir dieses Singleplay, also ob dieses Test-Let's Play als klassisches Let's Play
funktionieren. Halt als Singleplayer-Let's Play. Aber ich will eigentlich schon Let's Play auf dem Server machen. Aber da musst du dir wieder Gedanken darum machen, dass Leute deine Tiere umbringen und so. Ne? Gut, wir brauchen irgendwie. Brauchen wir Karotten? Kartoffeln? Ja, oder rote Beete. Und ich habe bei allen dreien keine Ahnung, wie wir da rankommen. Da hätte ich so gerne Schweinchen. Kann man nicht welche nicht einfach schubsen? Ich versuche mal was. Ihr beide. Scheint nicht zu funktionieren. Bevor ich die in die richtige Richtung geschoben habe, sind sie alle schon gestorben. Weil sie ja jedes Mal ein bisschen Damage bekommen. Ne? Ja, du solltest eigentlich geschoben werden. Und der dritte im Bunde? Oh, hallo? Oh, oder kann ich sie doch schieben? Wenn ich so hier sie von hinten nehme? Oh, was für eine Schweinerei hier. Kann ich nicht so schieben? Nee, ne? Funktioniert nicht. Okay. Und die andere Bein muss ich noch? Halt! In die Richtung! In die Richtung! Nein! Hä? Wo sind die Säule, by the way? Ach da! Na komm! Kann er mit dir! Hä? Ja, ich sag's ja, bringt nichts. Vor allem, ich kann sie halt auch nicht füttern, ne? Das heißt, nee, so wird das nichts. Gut, wir brauchen also auf jeden Fall Karotten oder irgendwie was in der Art. Gut, wir schnappen uns also einfach mal ein Boot und versuchen ein bisschen rumzuschwimmen. In der Hoffnung, dass wir irgendwann. Wo wollten wir denn ganzen Boote? Ach, hier sind wir alle beide. Okay. Ja, in der Hoffnung, dass wir da irgendwie mal an wie macht das? Alter, zu viele Kisten. Definitiv zu viele Kisten. Ja, in der Hoffnung, dass wir da irgendwie mal entweder direkt Zombies finden, die wir dann alle dann abschlachten können. Was kann man eigentlich alles sammeln? Wir machen erstmal keine Angelsession. Mich würde mal interessieren, was man eigentlich so alles angeln kann. Weil ich glaube, Mori zum Beispiel kann man angeln, ne? Und faule Kartoffeln, glaube ich. Aber, also faule Kartoffeln hatte ich, glaube ich, schon mal. Wie geht denn das? Einfall ist mit Linksklick, ne? Marine. Ne, Linksklick geht nicht. Ich muss also Rechtsklick machen. Hoffentlich. Oder ich muss eine super Tastenkombi machen, mit 20 Tasten gleichzeitig drücken. Ich hoffe ja nicht. Ah, okay, also doch rechtsklicken. Stiefel. Natürlich. Wer braucht Stiefel? Wobei wir sollten trotzdem ins Stiefel, also mit dem Schiff rausfahren. Weil je tiefer das Gewässer ist, desto höher sind, glaube ich, die Chancen, was Gutes zu bekommen, ne? War es nicht irgendwie so? Ich habe das schon so lange nicht mehr gemacht. Na komm. Langweilig. Hä? Oh, ein Fisch, ja. Gut. Fisch wollen wir aber eigentlich gar nicht. Wir wollen Stuff. Und zwar Karotten und Mohrrüben.
Es wäre das Gleiche. Kann ich das auch so machen? Tschüss! Halt, stehen bleiben! Oh Gott. Lol. Noch ein anderer Fisch, okay, das ist ja super geil. Jetzt habe ich hier gleich alle Fische, die es gibt auf der Welt. Ich glaub, so finden wir doch nichts Sinnvolles. Nicht das, was wir wollen. Ich meine, hey, wir haben zumindest schon mal Rüstungsteil. Ist doch ganz geil. Was haben wir jetzt bekommen? Ich sollte mal hier mein Inventar leer machen, damit wir sehen, was wir bekommen. Haben wir überhaupt irgendwas bekommen? Nee, ne? Ich meine, hey, wir haben immer einen Fisch. Sind unsere Kisten direkt noch voller? Ich hasse mein Leben. Ach so, wir haben. Ah, okay, beide Male den gelben Fisch bekommen. Ja, nee, also das bringt gar nichts. Wir werden also nächste Folge dann mal doch lieber irgendwo mit dem Schiff rumfahren und gucken, ob wir einen Dungeon finden oder irgendwie sowas, dass wir wirklich Karotten und Morim finden, weil so. Ich glaube nicht, dass das irgendwas bringt. Ist eine schöne Sache, aber muss nicht jetzt sein, wenn wir direkt Karotten oder Morim suchen. Karotten oder Morim, ich will jetzt genau das gleiche. Also Karotten oder Kartoffeln. Von daher, bis dann.